Und moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Filter und Objektive. Wir beschäftigen uns also mit Videografie und Fotografie. Und zwar, ja, beschäftige ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Videografie. Ich habe ja auch die Videoaktiv informiert. Informiert, ja, abonniert natürlich, um mich da auch so ein bisschen zu informieren, worum es dabei geht. Ich habe ja auch eine neue Kamera, die Sony FDR AX53, und da kann man dann Filter und Objektive aufschrauben. Und da gehe ich jetzt einfach mal drauf ein, was es da eben für verschiedene Filterobjektive gibt und was diese für Effekte hervorrufen. Wobei, das wird jetzt erstmal nur ein Infovideo werden. Später muss ich da einfach mal in die Natur rausgehen und ein paar Testfotos machen. Oder Testvideos, je nachdem. Und zwar werde ich auch hin und wieder mal das Mikrofon wechseln, also nicht wundern. Das wird jetzt also auch ein Testvideo für die Mikrofonqualität. Jetzt rede ich über das eingebaute Mikrofon der Kamera. Jetzt aber zu den Filtern. Was gibt es da? Es gibt sogenannte Farbverlaufsfilter in verschiedenen Farben wie Orange, Grün, Blau, Violett, Grau. Und die sehen dann folgendermaßen aus. Das ist tatsächlich hier ein Farbverlauf, in dem von 55 mm. Damit kann man dann zum Beispiel den Himmel in unterschiedlichen Farben darstellen lassen, abdunkeln, zum Beispiel auch grünlich aussehen lassen, das Blau noch weiter herausstechen lassen. Und hast du nicht gesehen, dafür sind diese Verlaufsfilter da, wobei da muss man dann tatsächlich darauf achten, dass der Horizont direkt so in der Mitte sich befindet. Hä? Ist das hier da? Das gibt's doch gar nicht. Hä? Der passt gar nicht? 58? Och nö. Der ist leider Gottes 58 mm. Muss ich gucken, ob ich mich da verkauft habe. Ein anderer interessanter Filter ist der sogenannte ND-Filter. Und zwar zeige ich euch, der sieht so aus und der ist variabel. So, ich schraube euch den mal hier vor die Linse. Man kann den dann hier verstellen. Und die Helligkeit nimmt ab. Jetzt seht ihr überhaupt nichts mehr. Also ihr könnt mit dem ND-Filter den Lichteinfall auf das Objektiv eurer Kamera beeinflussen. Und das wiederum führt dazu, dass ihr zum Beispiel mit weit geöffneter Blende fotografieren könnt bei hellstem Sonnenschein, weil mit offener Blende fällt ja auch mehr Licht auf das Objektiv. Das heißt, die Farben sind eben noch natürlicher mit Sicherheit, weil ja auch noch mehr Licht auf das Objektiv fällt. Aber mit weit geöffneter Blende kann man dann auch Tiefenunschärfe hervorrufen, dass wirklich nur das Objektiv scharf gestellt ist, der Rest, der Hintergrund aber nicht. Und was man auch noch mit ND-Filtern erzwingen kann, ist eine längere Belichtungszeit. Und das kann man dann zum Beispiel auch mit den Farbverlaufsfiltern kombinieren. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das wäre mal ganz nice. Und dann kann man zum Beispiel auch weicheres Wasser damit erzeugen, durch eine längere Belichtungszeit. Was es dann noch gibt, sind zum Beispiel sogenannte Sternfilter. So, die sehen so aus. Da gibt es dann hier vierfach, sechsfach, achtfach. So, da braucht es aber eine direkte Lichtquelle, die auf die Linse scheint. Sonst wird man den Effekt mit Sicherheit nicht ausmachen können. Jetzt rede ich durch ein anderes Mikrofon. Also nicht wundern, das ist jetzt ein Lavalier für so 10 bis 13 Euro. Mal gucken, wie das jetzt klingt. Und da braucht es dann eine direkte Lichtquelle. Deswegen schalte ich links und rechts die Beleuchtung ab und stelle euch dann mal hier einen LED-Scheinwerfer vor die Linse. Und wenn ich den jetzt einschalte, seht ihr das? Moment, ich lege den mal hier hin. Seht ihr das? Ihr habt hier diese Linien, 6 Stück. Und das macht den Starfilter aus. Den nehme ich jetzt ab, den Sternfilter.
So, wenn ich den jetzt abnehme, ihr seht's, ja, ihr seht's, was ich meine, dann sind auch die Linien weg. Und das kann auch ganz nice aussehen. Hier drin, in diesem Etui, befinden sich sogenannte Close-Up-Filter. Und zwar zweifach, ich glaube vierfach, sechsfach, zehnfach auf jeden Fall. Wenn die Kamera das mal scharf stellt. Ja, auf jeden Fall, das ist hier ein zehnfach Close-Up-Filter. Und der ermöglicht Makroaufnahmen, wenn ich den jetzt mal hier vor die Linse schraube. Okay, jetzt habe ich schon wieder das Mikro gewechselt gegen das Rode Lavalier Mikrofon. Und jetzt habe ich hier folgenden Karton. Und wenn ich da jetzt mal drauf zoome, ja, da ist die Kante des Kartons. Ja. Hier folgende elektronische Schaltung, und wenn ich da jetzt näher drauf gehe, dann ist das wirklich wie ein Mikroskop quasi. Ja. Das ist eben hier mit diesen Close-Up-Filtern möglich. Jetzt wisst ihr es. Da kann man wirklich nah rangehen. Da muss man allerdings auch ein bisschen mit Zoom spielen und so weiter. Ja, müsst ihr halt ein bisschen mit spielen. Genau. Der Mikrofonwechsel diesmal gegen das Rode. Moment. Rode VideoMic Go. Ja, nächste Filter sind hier drin. Die nächsten Filter. Und zwar einmal haben wir hier den mittleren. Das ist ein sogenannter UV-Filter. Der ist heutzutage nicht mehr wirklich interessant. Das ist eben ein Filter, der UV-Strahlung herausfiltert. Interessanter für für Fotografie auf echtem Film. Dafür ist er eher gedacht, um Artefakte dadurch zu vermeiden. Heutzutage eher als Objektivschutz, Linsenschutz vor Kratzern und so weiter gedacht. Falls man eben mit dem Objektiv aneckt, dann kann man besser so einen Filter ersetzen als eben das ganze Objektiv. So muss man das halt betrachten. Genauso wenig interessant ist der andere Filter rechts daneben. Das ist ein Filter auch für analoge Kameras, die mit Film arbeiten. So sieht das Ganze aus. Naja, ist nicht wirklich schön. Das ist eben ein sogenannter FLD-Filter. Gegen Fluorescent Lighting, also Energiesparlampen. Kaltlichtkathodenröhren. Dafür ist das da, wobei diese Lichtquellen eigentlich auch schon einen UV-Filter eingebaut haben, um eben die UV-Strahlung in sichtbares Licht zu wandeln. Dafür braucht man eigentlich nicht mehr so einen Filter, oder? Naja, jedenfalls dafür war das damals gedacht, für solche Lampen, wenn man eben noch mit echtem Film gearbeitet hat. Heutzutage in der digitalen Verarbeitung ist das kein Thema mehr, weil das gleicht die Kamera durch ihren Weißabgleich alles aus. Da braucht man so einen Filter nicht mehr. Deswegen kann man den eigentlich auch nur noch für solche Effekte im UV-Bereich anwenden. Das ist dagegen sehr interessant. Das ist ein sogenannter CPL-Filter. Ja, den erkläre ich euch gleich. Der macht aber auch eher wirklich dann auf Wasseroberflächen sind. Das Interessante dabei ist, ich versuche das jetzt einfach mal. Vielleicht muss ich da auch ein bisschen die Perspektive ändern. Ich habe hier einen Gegenstand und der reflektiert Licht. Wenn ich da jetzt mal drauf zoome auf meinen Gegenstand, der hier
Licht reflektiert. Ja. So. Und wenn ich jetzt an dem FLD-Filter drehe, tut sich da noch nicht viel. Und zwar, man soll mit diesem FLD-Filter die Reflexion ausblenden können. Also ein bisschen funktioniert das offensichtlich auch. Würde ich mir jetzt mal so behaupten. Ja. Ja, dann komme ich mal zu diesem Teil hier. Das ist eine sogenannte Gegenlichtblende und die ist faltbar. Also lässt sich sehr kompakt zusammenklappen und einfach verstauen. Genau. Man erahnt es schon anhand des Namens, eine Gegenlichtblende ist eben für Gegenlicht gedacht, um Lens-Flare-Effekte zu minimieren. Doof ist halt, ja, wenn ich ganz rauszoome, dann erkennt man links und rechts quasi noch die Verschattung der Gegenlichtblende. Ich versuche euch das mal ein bisschen zu demonstrieren mit einer Taschenlampe. Wenn ich die finde, mal gucken, wenn ich direkt hier auf die Linse filme, dann seht ihr auch hier diesen Punkt. Genau, die Lens-Flare-Effekte seht ihr. Aber wenn ich so von der Seite hier komme, dann kann die Gegenlichtblende das minimieren, diese Lens-Flares. Direkte Sonneneinstrahlung, in dem Fall Taschenlampeneinstrahlung, bedeutet immer noch hier Lens-Flares, dieser blaue Punkt, den ihr hier so wandern seht. Und die Gegenlichtblende, die... Aua. Ja, bin ich mir selber in die Augen geleuchtet. Die kann das ein bisschen abdämpfen. Also hier von der Seite, da ist noch nichts. Da kommt das dann erst. Also die kann das tatsächlich ein bisschen minimieren. Aber wenn ich die Gegenlichtblende jetzt mal abnehme. So. Und dann nochmal wieder mit der Taschenlampe auf die Linse leuchte. Aus derselbigen Position. Dann, mal gucken. Ja. Dann sieht man es wieder hier, den Punkt. Ne? Na. Okay, prinzipiell soll die Gegenlichtblende diese Lens-Flares abmildern können. Ich mache die andere Beleuchtung wieder ein und dann komme ich dann nochmal zum Teleobjektiv und zum Weitwinkelobjektiv. Die befinden sich in diesen Beuteln. Da muss ich eben gucken, was jetzt was ist. Das weiß ich nicht. Das kommt halt drauf an, was da drin ist. Vielleicht muss ich das nochmal draufschreiben, dann weiß ich das mehr. Und zwar hier haben wir einmal das Weitwinkelobjektiv mit eingebautem Makroobjektiv. Dieses Makroobjektiv dient wahrscheinlich dazu, dieses diesen Fischaugeneffekt ein bisschen zu minimieren. Wenn ich das jetzt hier vor die Linse schraube, ja, genau, haben wir hier einen Weitwinkel. Und wenn ich das jetzt wieder wegnehme, merkt euch den Bildausschnitt. Genau, wenn ich den jetzt wieder abschraube, dann, ja, das ist damit gemeint. Weitwinkel vergrößert den Bildausschnitt und das Teleobjektiv, das verkleinert den Bildausschnitt bzw. zoomt weiter entfernte Objekte mit zweifacher Vergrößerung ran. Da kann man dann eben auch noch einige nette Effekte rausholen mit. So. Und dann wären wir auch, glaube ich, soweit auch schon bald am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick über verschiedene Objektive und Filter geben, was es da halt so auf dem Markt gibt. Da gibt es mit Sicherheit noch mehr Filter. Aber ja, das ist so erstmal das, was ja, es halt so gibt. Und wenn ich den jetzt hier wieder abschraube, gut, blöder Bildausschnitt, ich weiß, ich mache nochmal schöne Testaufnahmen in der Natur. Das ist das Teleobjektiv mit zweifacher Vergrößerung. Dann muss man echt lange schrauben. Ja, die Schutzkappe. Genau, also damit könnt ihr eben dran zoomen. Autofokus braucht ein bisschen, weil im 4K-Modus kommt nur der Kontrast-Autofokus zum Einsatz. Der ist ein bisschen langsam, deswegen dauert das ein bisschen länger.
Wenn es noch Fragen gibt, ich bin zwar jetzt auch Neuling im Bereich der Videografie, eher weniger, aber vor allem im Bereich der Fotografie, was eben die Thematik mit Filtern und so weiter angeht. Aber ich versuche das mal zu beantworten, unten in die Kommentare mal stellen. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal alles an. Bis zum nächsten Mal. Ach so, hier ist noch etwas, das wollte ich auch noch mal gezeigt haben. Und zwar, damit kann man dann Geräte auf den Blitzschuh der Kamera schrauben. Zum Beispiel noch eine zweite Kamera mit einem Viertelzoll-Gewinde oder noch ein anderes Licht oder sonstiges Equipment mit einem Viertelzoll-Gewinde. Dafür ist dieses Teil dann vorgesehen. Habe ich mir noch besorgt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.